Grüße aus dem Wald. Wenn es um Kombinationsmesser geht, muss es da immer Victorinox sein? Oder gibt es da auch günstige Alternativen, bei denen man nicht zu viele Abstriche in der Qualität machen muss? Das finden wir heute zusammen raus. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die klassischen Victorinox-Messer, Supertinker, habe ich gerade ein Video für euch gemacht, Offiziersmesser und. Also alle, die wirklich bequem in die Handinnenfläche passen und so die nützlichsten Funktionen dabei haben, die man im Alltag braucht. Ein Messer, eine Schere, ein Korkenzieher, ein Schraubendreher etc. etc. So Kleinigkeiten, Dosenöffner, auch sehr oft sehr beliebt. Die Messer von Victorinox allerdings kosten gern mal um die 30 Euro. Es geht natürlich auch günstiger, aber wenn man schon eine Handvoll an Funktionen haben möchte, dann greift man schon ein bisschen zumindest in die Tasche. Da kommt dieses kleine Messer ins Spiel. Das kostet nämlich nur knapp 12,50 €, hat es damals gekostet. Ihr sollt jetzt mal auf den Preis gucken, der unten in der Videobeschreibung über einen Link abrufbar ist. Vielleicht kommt ihr da in ein kleines Angebot. Dieses hat nämlich sehr viele Funktionen und ist von einer Marke Sanmax. Das ist keine bekannte Marke, also natürlich ein China-Produkt, obwohl natürlich die meisten Messer in China gefertigt werden, allerdings nicht Victorinox. Gehen wir erstmal die Funktionen von diesem Messer durch. Wir haben hinten einen Korkenzieher, aber auch einen Kreuzschraubenzieher. Ich habe gerade sehr kurze Fingernägel, deshalb kriege ich das nicht so gut raus. Das nervt mich auch immer bei Victorinox-Messern, weil wenn man die wirklich frisch geschnitten hat, dann kriegt man die Sachen immer nicht mehr so gut raus. Wie ihr da sehen könnt, ist da ein kleiner Schlitzschraubenzieher angebracht. Was wir natürlich auch haben, ist ein Messer. Das ist gar nicht so klein, das hat eine angenehme Größe und es kann auch vernünftig schnitzen. Ich zeige euch das mal kurz. Einen kleinen Standardast, ne? Ihr seht schon, das funktioniert ordentlich, da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern. Vernünftige Klinge, vernünftige Größe für die Hosentasche, kann man sich meine Zwiebel mitschneiden, seine Stulle mitmachen etc. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass das Messer auch so in der Breite ein bisschen breiter ist als andere von Multifunktionsmessern sozusagen. Das gefällt mir ganz gut. Dann haben wir eine optisch interessante Schere, die sehr dick vorne ist, wie ihr sehen könnt, aber die funktioniert gut. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die macht ihren Job. Sie ist nicht ganz so filigran, nicht so fein. Es fühlt sich nicht ganz so angenehm an wie mit einer Victorinox-Schere. Aber sie macht seinen Job. Da gibt es absolut nichts zu bemängeln dran. Dann, und das haben wir nicht an allen Victorinox-Messern dran, haben wir eine Säge, die auch vernünftig schneidet. Aber natürlich nur kleinere Sachen. Hier darf man nichts Großes erwarten. Mit solch einer kleinen Säge kriegt man natürlich auch nur solche Äste maximal durch. Das muss man ganz klar sagen. Der obligatorische Dosenöffner, sehr gerne gesehen, auch noch hier vorne mit einem Schlitzschraubenzieher. Sehr klein geraten, da ist der von Victorinox ein bisschen besser, weil er einen Tick größer ist. Obwohl die Messer von Victorinox dann teilweise noch kleiner sind. Da sollte vielleicht von Sanmax nochmal nachgebessert werden, aber es funktioniert zumindest. Hier macht man aber meiner Meinung nach den ersten Abstrich sozusagen. Denn Dosenöffnen ist mir schon sehr wichtig bei so einem Multifunktionswerkzeug. Und bei so einem kleinen Ding ist das schon eine kleine Fummelei. Das müsst ihr euch wissen, wofür ihr euer Messer benutzen wollt, weil ihr dieses Messer erwerben wollt. Kapselheber, ganz klassisch, auch sehr klein geraten, muss ich sagen, stört aber bei einem Kapselheber überhaupt nicht. Denn das Bier kriegt man damit ohne Probleme auf. Und sehr interessant, das haben Victorinox-Messer normalerweise nicht, ist ein integrierter Karabiner. Das heißt, ihr könnt dieses Messer so einfach an euren Gürtel ranhängen oder, warte mal, an eure Schlaufe vorne. Und dann habt ihr das Messer hier so rumbaumeln. Funktioniert, klasse. Sehr interessant. Okay, kleiner Negativpunkt für dieses Messer, das mir bis jetzt sehr gut gefallen hat. Und zwar der Karabiner, da ist einfach die Feder rausgesprungen. Da ist einfach die Feder aus dem Karabiner rausgesprungen, sodass diese Funktion jetzt nicht mehr genutzt werden kann. Wofür man jetzt das Ding aber immer noch benutzen kann, interessanterweise, ist natürlich, um damit Sachen zu heben, so wie es bei den manchen Victorinox-Messern auch hinten dran ist. Sozusagen eine kleine Hebeschlaufe für Dinge, die euch sonst in die Hand
beißen würden sozusagen. Ne? Ich suche gerade mal hier einen Gegenstand, wo man das ein bisschen demonstrieren kann. Ne? Stellt euch vor, das hier ist jetzt eine Aldi-Tüte, die sehr schwer ist. Dann gehen diese Plastikgriffe natürlich zusammen. Und dann könnt ihr das einfach hier dran hochheben und es schneidet euch nicht so in die Hand. Aber qualitativ natürlich ein bisschen Nachteil. Trübt den Gesamteinblick ein bisschen von dem Messer, macht mich aber nicht völlig unglücklich. Na, diese Funktion ist sowieso eine Funktion, die ich jetzt persönlich nicht so viel nutze. Deshalb stört mich das nicht so. Aber es hinterlässt einen kleinen faden Beigeschmack. Das gefällt mir nicht so gut. Vielleicht gibt es da bessere Möglichkeiten, diesen kleinen Mechanismus, ja, Durability, also widerstandsfähiger zu bauen. Natürlich schlage ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung Messer vor, die qualitativ noch ein bisschen hochwertiger sind, die sich aber ungefähr in dem Preisbereich abspielen. Also vielleicht 3-4 Euro mehr kosten als das, aber dafür ein bisschen bessere Klinge haben etc. Schaut einfach mal unten rein. Natürlich auch das Konkurrenzprodukt von Victorinox stelle ich euch da unten drin vor. Das waren alle gröberen Funktionen. Die Schale außen fühlt sich in Ordnung an. Ne? Ist so ein, glaube ich, so ein leicht riffliges, aufgerautes GC-Material. Ich zeige euch hier das Messer nochmal aus der Nahansicht, damit ihr einmal alles gesehen habt. Aber alle Multifunktionswerkzeuge sind ungefähr gleich aufgebaut. Das ist einfach das bewährte Prinzip, wo man nichts mit falsch machen kann. Was mich noch ein bisschen stört, hier in diese Lücke hätten sie eigentlich noch was reinkriegen können. Also ich weiß nicht, die obligatorische Stech- und Bohrnähale, die schon für Basteleien mal ganz interessant ist, haben sie nicht mit reingepackt, aber eigentlich wäre hier theoretisch Platz gewesen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, vor allen Dingen, weil man schon ab und zu eine Stech- und Nähbohrale benutzt. Zumindest nicht öfter als ein Kapselheber, weil ich kriege auch alles mit allen anderen ein Bier auf, das ist eigentlich kein Thema. Das heißt, gerade die hätte ich noch vielleicht ganz gut gefunden, wenn der hinten dran ist. Ein kleiner Wermutstropfen. Ebenfalls nicht ganz so geil sind die leicht überstehenden Schrauben, nämlich die hier. Die verschlimmern, na, schlimmern ist ein hartes Wort, die machen das Handgefühl ein bisschen unangenehmer, als es hätte sein können. Muss man mal so ganz ehrlich sagen, also flache, in den Griffschalen versenkte Schrauben hätten da besser gepasst. So gibt es natürlich ein bisschen Grip, das muss man auch sagen. Das heißt, man kann das Messer noch ein bisschen besser greifen. Ich denke, das ist Geschmackssache. Mir gefällt es aber ein bisschen besser, wenn die Schrauben in den Griffschalen versenkt sind. Beziehungsweise dann könnten sie auch einfach die Griffschalen ein bisschen breiter, robuster noch machen. Dann würden ja die Schrauben im Prinzip von selbst verschwinden. Wäre so aus meiner Sicht ein Tipp dafür. Ihr bekommt solche Multifunktionsmesser natürlich auch nicht nur in Gearbest und Amazon von unterschiedlichen Herstellern, sondern schaut auch gern mal bei Aktionen von euren Baumärkten rum. Denn tatsächlich machen die auch gern mal sowas, dass sie solche kleinen Multifunktionswerkzeuge, die sind dann natürlich auch aus China, die sind halt nur importiert. Ne? Dass sie die in so einen Ständer reinschmeißen zu 100 Stück, jeweils für 15 Euro oder so. Könnt ihr auch gern mal gucken nach solchen Aktionen. Besonders gerne natürlich zur Heimwerkerzeit wird da gerne mal was angeboten. Norma wäre da zum Beispiel eine Baumarktreihe, die wir hier im Norden nicht so haben, die aber sehr bekannt dafür ist, solche Sachen gerne mal anzubieten. Da sehe ich immer wieder in Foren, zum Beispiel bei Facebook etc., dass Norma als Baumarkt tatsächlich viele dieser typischen Buschkraftsachen günstig und in einer vernünftigen Qualität anbietet. Daumen hoch dafür. Stichwort Daumen hoch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst, damit der YouTube-Algorithmus denkt, dieses Video ist besonders relevant und es mehr Leuten vorschlägt. Danke dafür an dieser Stelle. Ansonsten Kanal abonnieren, nicht vergessen, dann verpasst du keine Videos mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.